Hey Leute, ich mache heute ein Review von ein Unboxing sozusagen von dem Set 8095 8 bis 14 General Grievous Starfighter. Das ist dieses Set. Oh, warte. Ja, das ist das hier. General Grievous Starfighter. Da, neu Star Wars. Also ich habe es von einem Freund bekommen, aber ich gibt es ja noch gar nicht. Ja, da, das, also von einem Freund. Ja, da ist das neue Clone Wars Logo. Captain Rex, finde ich sehr cool. Hinter so einem Sturm. Also ist Lego sehr gut gelungen. Besser als diese alten. Die waren langweilig. Und dann hier der Starfighter. Der ist um einiges größer, glaube ich, als der alte. Hier die Box. Sehr groß eigentlich. Hier. Ja. Ja, sehr groß eigentlich. Gleich 450 Teile. Steht da nicht dran, weil es eine deutsche Box ist. Und da ist das Coole. Eine Cockpit-Scheibe. Die ist sehr gut gelungen, finde ich. Da sieht man noch Jen Grievous. Und jetzt kommen wir da. So, sehr gutes Details im Hintergrund. Jetzt kommen wir zu den Figuren. Neue Figuren, nur hier in diesem Set. General Grievous, sehr neu. Auch eine Funktion, die Beine von ihm können jetzt richtig laufen. Wie bei den, also es ist bei den normalen Droiden sind ja so fest aneinander, aber jetzt können die richtig laufen. Die Arme sind jetzt hier dran, also an den anderen Armen. Dann, also sehr cool und alles detailliert, besser, ja, wie in Clone Wars halt und dann solche Kufen, ja. Dann Nada Webb, ein so ein Jedi, der, es gibt so eine Folge, da wird der auch getötet von Jen Grievous und A4D, sein, das ist der Roboter von Jen Grievous, also der repariert ihn die ganze Zeit nach den Kämpfen. Ja, den gab's auch noch nie. Die beiden Figuren gab's noch nie. Und den gab's ja schon mal, aber der ist halt neu in diesem Set. Auf der Box. Ich mache jetzt ein ausführliches Review, weil ich finde das Set als übelst cool. Hier, da stehen alle Daten. 2010 sieht man auch noch, also keine Fälschung, wirklich. Es ist keine Fälschung. Da Lego Item 455. Da, ja. Entstickungsgefahr enthält klein. Lieber ein Lego-Set. Und hier sieht man nochmal die Figuren. In 1:1 Maßstab. Also da sieht man mal, Jen Grievous ist ganz schön groß geworden. Ja. Da Nada Web. Normale Größe halt. Da sieht man nochmal 2010 Lucasfilms und 2010 Lego Grand. Ja, dann hier ist halt die Hinterseite. Da sind andere Sets. Clone Turbo Tank 8098. Slave One. Boba Fett Slave One 8097. Und dann, ja, hatte ich richtig. Emperor Palpatines Dingsbombschiff 8096. Ja, und ist 8095. Ja, wie gesagt. Da ist der Starfighter. Und hier ist halt dieses Ding. Da ist, wo Jen Grievous mal repariert ist, kann man dann da reinsetzen. Da ist eine Waffe und da ist R4D. Und da ist Jen Grievous, der geht gerade hier, sieht man nochmal, dass die Beine wirklich laufen können. Der geht gerade hier auf Nada Web zu. Dann hier ist so eine Funktion halt, das kann man nach hinten klappen, dieses Ding. Da ist Jen Grievous halt in so einem Bild, in seinem Geheimversteck. Und da ist der R4D-Druide und der repariert ihn gerade. Da kann man auch seine Laserschwerter hintun dann. Da ist halt so eine Funktion, da, das hier, kann man aufklappen, da oder da, die glaube ich, und dann kann man da solche Raketen rausschießen. Jo, und dann machen wir das Ganze mal auf, weil das ist kein Review, das ist ein Unboxing, das heißt in Amerika, es heißt Englisch, im Englischen entschachteln, hier, da sind die Griffe, ich mache das Ganze jetzt mal auf. Okay, ich bin nicht so ein Profi in Aufmachen. Aua, am Krieg geschnitten, ja. Hier seht ihr mal. Hallo, Kamera. Ja. Ah, ja, tut weh, blutet auch, aber das ist egal. Ja, kommt jetzt. Ah. Da. Nehmen wir mal die ganzen Tüten hier raus. Da ist die große Anleitung. Und hier seht ihr nochmal. Lego ist wirklich nicht zu klein. Kleine Kinder, warte. Hallo. Ja, da seht ihr das rote. Ah, das ist mein Schnitt. Ja. Und das ist die Anleitung. Hat insgesamt. Weiß nicht wie viele Seiten. Die Bauanleitung. 71 Seiten. Und dann sind da halt noch solche
Funktionen und die neuen Sets halt. Ach, da ist Jungle Wurst, der geht gerade auf Anakin los. Ja, da. Tut mir leid, das ist so schön, aber das tut wirklich weh. Also wenn ihr schon mal Dingsbums am Papier hattet, das tut wirklich weh. Hier. Entschuldigung, wenn ich es immer zeige, irgendwie. Ja, da. Ja. Da sind die Tüten. Es gibt insgesamt 4 Tüten. Machen wir mal die erste auf. Die Tüte und dann die Tüte. Entschuldigung, das wird wahrscheinlich ein langes Video, weil ich kann es einfach nicht aufmachen mit einem Finger. Und schon kommen die Teile raus. So, das Bauvideo von dem Starfighter werdet ihr gleich sehen. Hier, das ist wahrscheinlich der Körper von A4 Dingsbums. Ja, da werden wir mal alles zusammensetzen. Hier der sehr coole Kopf von Nada Web, wie er heißt. Finger. Ja? Dann essen wir mal Nada Dingsy ineinander. Geht ganz einfach, weil das. So sieht er dann aus. Wartet mal, ich setze mal schnell General Grievous ineinander. Sorry, dass ich keinen machen musste, aber ich musste meinen Finger kühlen und hier, ja, das ist die Tüte. Dann sieht man mal, die Beine sind aneinander. Okay, sieht jetzt nicht so beeindruckend aus. Mal sehen, was für eine Qualität dieser Grievous hat. So, habe ich mal mit so einer Nadel hier aufgemacht. Okay, der Körper sieht schon mal cool aus. Ein bisschen sieht er wirklich aus wie ein, wie Teile aus einem Überraschungsei. Das muss ich mal an Lego sagen, wirklich. Sieht aus wie eine Teile aus einem Überraschungsei. Oh ey, ich will auch kein zu langes Review machen, aber ist halt so. Jo. Jo, ich habe erstmal alle Tüten aufgemacht. Ich hatte gerade Probleme mit General Grievous Tüten. Ja, da seht ihr General Grievous Teile. Hol ich mal hier sein Body, sein Körper. Seine Beine, die sehen aus wie einfach, die sehen aus wie Gummi, finde ich, bisschen. Und hier habe ich mal eine Platte. Also die Beine, denkt man zwar nicht, können aber auch mit diesen Krallen auf einer Lego-Platte stehen. Sehr cool. Wartet, ich baue jetzt mal diesen General Grievous zusammen. Nee, so. Ja, sowieso der falsche. Also. Hey. Ja, Teile suchen geht in dem Video auch natürlich super, aber ist halt so ein Video. Ich hoffe, ihr findet trotzdem einen guten Einblick für dieses neue Set. Und ja. Halt. Ja, dann hier, nein, Kopf. Machen wir noch schnell seine Ärmchen dran. Das weiß ich auch eigentlich nicht, wie das geht irgendwie. Oder irgendwie, wo seine Arme, warte, guck. Wir gucken dann einfach mal in die Anleitung. Da ist die, ist General Grievous. So die Arme, so. Ah, so. Sehr raffiniert. Dann werden wir das mal tun. Nicht so. Sondern so. Ich mache jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, wie die Arme in Richtigkeit gehören, aber ich glaube so mal. So sieht auch cool aus. Und dann machen wir die. So, glaube ich. Und so. Yo, das ist General Grievous. Übelst Hammer, finde ich. Steh mal auf diese Platte. Übelst Hammer. Übelst. Ich finde ihn einfach nur geil. Sehr geil. Okay, jetzt werde ich mal der Laserschwerter. Okay, jetzt weiß ich nicht so. Ich glaube, er kriegt die. Ich glaube, er kriegt die 2 blaue und 2 grüne, ja, oder? Cool, die sind jetzt auch diese.